Das ist jetzt hier der zweite Einsatz mit dem Unimat. Jetzt geht es mal um den Vergleich hier zwischen zwei Geräten. Also wir sehen hier schon, die dringt nicht mehr richtig ein. Dafür ist die hier zu leicht. Die Langegger. Das schafft sie also nicht. Und dann ist der Strichabstand zu groß. Die Wälzeggen haben dann auch keine richtige Funktion, wenn es so trocken ist. Also das ist jetzt der Moment, wo dieses Gerät nicht richtig arbeitet. Und das ist ja meistens der Fall. Deswegen steht es jahrelang rum. Aber wenn es dann passt, so wie beim letzten Einsatz, wo es leicht feucht war, ja, dann passt es richtig. So, bei der Acker-Egger, das sehen wir, die greift ganz anders an. Da ist auch der Fuchsschwanz raus. Die geht hier richtig durch in die Tiefe. Da sieht die fast tiefer an als die Langegge, aber auch nicht zu tief, nicht so wie ein Kultivator. Also so ein Kompromiss. Nur dass es also nicht jetzt zu grob wird, aber sie geht halt durch die, Garegge greift vor und die Aggeregge arbeitet nach. Und das war eben hier links nach der Sabelkombination, nach der Langegge Unimat, war das eben nicht der Fall. Die geht wesentlich flacher, das sehen wir hier, die greift also hier diese Kluppen gar nicht an. Also die verhärteten Teile greift sie, da fasst sie nicht rein. Deswegen kann sie auch den Fuchsschwanz nicht wegkriegen, was eben die Garegge hier sehr schön kann. Die reißt das alles raus. Das ist eine sehr vollständige Arbeit. Hinterlässt es dafür etwas gröber. Also mit mehr wieder neuen Klumpen. Das ist dann nicht zu vermeiden gegenüber der Langegge mit Spitzzahnkrümler. Also jede Saatbildkombination hat so ihr Einsatzgebiet. Die Langegge scheidet jetzt aus. Die Garegge ist jetzt im Vorteil hier durch die vollständige Bearbeitung. Ist alles weg. Die Alternative wäre dann noch der Allrounder, also hier nochmal der Ersatz. Jetzt nach dem Regen, die zweite Auflaufwelle, also es lohnt sich in jedem Fall. Und hier habe ich den Allrounder eingesetzt. Ja, der ist dann schon wieder zu grob. Trotz Gänsefußschaden und flacher Einstellung auf dem Tonboden diese Zwangskrümel. Dann ist das zwei, drei Tage her, da war es noch etwas feuchter, aber trotzdem ist das hier auch wieder nicht optimal. Also das günstigste Gerät in diesem Fall ist tatsächlich jetzt unter diesen Tonverhältnissen hier, bei der jetzigen Feuchtigkeitsgrad des Bodens im Moment, die Kombination Garegge, Ackeregge. Welches Gerät nun immer gerade das Richtige ist, hängt eben von den Bodenverhältnissen ab, von der Witterung. Und so kann ich jetzt einfach durch Umbau, also das eine Gerät aufs andere wechseln, hier mit meiner historischen Gerätesammlung immer das passende aussuchen. Die sind ja alle schon ein paar Jahre älter, die Geräte, aber wenn man mehrere hat und das einzelne ja nicht viel kostet, ist das nicht das Problem. Man kann sich immer das passende Gerät holen. Also die Langegge, das haben wir gesehen, rechts mit den vorderen Zinken auf Schlepp. Die greift nicht richtig an, wenn der Boden nicht etwas feucht ist. Dafür krümelt sie sehr schön, wenn er feucht ist, durch die Spitzzahnkrümler und auch die Langegge. Und jetzt die links, Garegge, Ackeregge, die greift natürlich tiefer, weil die Gareggenzinken auf Griff stehen. Ja, das sehen wir hier sehr deutlich im Unterschied. Die Langegge hinten, die vordere Reihe auf Schritt. Und die Gareggenzinken, die haben natürlich einen ganz anderen Einzug. Dahinter dann die Ackeregge. Das verengt dann den Strichabstand auf rechnerisch 2,5. Und die arbeitet ja im bereits losen Boden. Also wir sehen hier den Unterschied der Engen. Da rechts die Langegge,
ist halt nicht in der Lage, in festen Acker einzudringen. Was die Gare-Egge wieder sehr gut kann. Die Auswahl geeigneter Eggenformen, Löffeleggen, Gareneggen, Ackereggen, war ja bis in die 70er Jahre rein Standard. Und das ist heute so ein bisschen verschwunden durch Mulchsaat und so. Da gibt es also diese feinen Unterschiede so kaum noch, wird kaum noch beachtet. Man muss eben doch immer aus der Sicht des Saatkorns denken, in diesem Fall aus der Sicht des Fuchsschwanzsamens. Und der hat natürlich so seine eigenen Ansprüche. Seht ihr also auch im Vergleich? So, Langegge ist hier wesentlich mehr Erdfluss, weil es eben zwei Eggen sind statt einer. Zu Langegge Spitzsandrückler. Das ist in diesem Fall besser. Also Walzen gehörten ja auch zum Repertoire unserer Vorfahren. So in den bis 1950er, 60er, 70er Jahren war das eine wichtige Sache. Heute ja nur noch vereinzelt und in der Regel nur nach der Saat. Aber die Brüsselwalze vor der Saat, denke ich, kann unter diesen Bedingungen hier, könnte das, wenn ich eine hätte, würde ich es einsetzen, durchaus die ganze Geschichte noch mal verbessern. Ob das mit einer Cambridge-Walze auch geht, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Das wäre natürlich mit der Cambridge-Walze so eine Sache, weil es danach dann, wenn es jetzt Gewitter gibt oder ähnliches, natürlich dann sehr, sehr glatt wird und dann gibt es da vielleicht andere Probleme. So ein bisschen luftig soll sich ja der Acker schon erhalten. Aber hier wäre eben das Nachdrücken der Knoten. Ich simuliere das mal mit dem Fuß. So, wäre natürlich gar nicht schlecht. Eine Prismenwalze, die dann hier mit relativ hoher Fahrgeschwindigkeit, die kann ja so mit 10, 12 Stundenkilometer gefahren werden, heißt es, hier nochmal nachläuft und dann natürlich ein wahrscheinlich optimales Saatbett errichten würde. Also eine Überlegung ist das durchaus. Kann man sagen, der spinnt. Was rührt er da ständig auf dem Acker rum? Aber wer im Frühjahr vor der Ernte die Fuchsschwanzprobleme auf manchen Feldern gesehen hat, also da muss man sich schon, denke ich, ernste Gedanken machen. Denn die Alternative ist manchmal den Ackerbau einzustellen, so sieht es aus. Jetzt hier glücklicherweise nicht. Also ist dann der Aufwand, Pflügen, Kreiselegge, mehrfach Eggen, vielleicht Walzen, gar nicht so abwegig. Immer im Verhältnis zu der Alternative, ich stelle den Ackerbau ein auf solchen Standorten, wo also der Fuchsschwanz teilweise ja schon mit Schneidwerken über dem Weizen geerntet werden soll. Also nicht geerntet, abgeschnitten, was natürlich gar nichts bringt, weil der ja nachkommt. Aber da sieht man, welcher Druck ist. Und da ist, glaube ich, solch eine Abfolge von Geräten, vielleicht auch die Anschaffung so einer Walze, Prismenwalze für 10.000, 12.000 Euro in 6 Meter gar nicht so schlecht. Also wenn das mit dem Fuchsschwanz bei mir zunehmen würde, dann würde ich mir das durchaus überlegen.